Der Kunstkeller O27 e.V. ist alles andere als ein normaler Konzertveranstalter. Er ist einer der Orte, auf den man sich als Künstler besonders freut, denn wenn man ihn betritt, ist Wohlfühlen angesagt. Ein Team aus lauter ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die alle mitten im Beruf stehen, kümmern sich auf sehr persönliche Art und Weise, dass die Künstler alles bekommen, was sie benötigen, um anzukommen. Und das ist nicht nur ein liebevoll zubereitetes Abendessen vor dem Auftritt oder die Tatsache, dass man einer lange tourenden Band eine Waschmaschine zur Verfügung stellt oder kurzerhand ihnen die Klamotten einfach wäscht. Aus den USA erreichen den Kunstkeller inzwischen Mails mit dem Hinweis, dass dies einer der drei Clubs ist, wo man unbedingt spielen muss, wenn man durch Deutschland tourt. Aber nicht nur die familiäre Art ist es, die den Kunstkeller besonders macht, sondern die Tatsache, dass hier regelmäßig Künstler ein Podium bekommen, die noch in der Entwicklung sind und für die es enorm wichtig ist, sich auf einer Bühne auszuprobieren. Auch wenn es mal Ecken und Kanten hat, wie die Veranstalter selbst sagen. Nicht kommerzielle Interessen stehen bei der Auswahl der Künstler im Vordergrund, Klammer auf, die Einnahmen gehen zu 100% an die Künstler, Klammer zu, sondern ausschließlich der persönliche Geschmack des Veranstalterkollektivs.
Gerade lokale Bands bekommen hier einigen Support. Unter anderem können sie 7 vorhandene Probenräume nutzen. Die Nähe zwischen Künstlern, Veranstalter und Publikum ist besonders hervorzuheben. Man sitzt im Anschluss zusammen und tauscht sich aus. Eine wertvolle Erfahrung gerade für junge Musiker und Musikerinnen und gerade die persönliche Wertschätzung ist es, was Künstler am Ende zu Höchstleistungen antreibt. Den Herausforderungen durch Corona begegnet man mit kreativen Ansätzen, zum Beispiel Open Airs im Winter oder Ausweichkonzerten in der St. Michaelskirche. Denn klar ist, das Besondere am Kunstkeller ist seine Enge und die Nähe, die daraus entsteht. Nicht unbedingt beste Voraussetzung bei einer Pandemie, aber es wird auch eine Zeit danach geben. Und dann kommen die Künstler wieder, aus Fürth und aus der ganzen Welt.